Der Friedrich M. aus Berchtoldsdorf fragt, er hätte sich 8-mal bei der FPÖ als Wahlhelfer beworben per E-Mail und nie eine Antwort bekommen. Ja, das ist komisch, weil die Frage ist, wohin hat er geschrieben? Ist das als Spam bewertet worden und daher auch gar nicht angekommen? Weil in der Regel haben wir da ein sehr professionelles Bürgerservice-Team, das alle diese Mails, die da eingehen, auch beantworten. Und da haben wir eigentlich in der Vergangenheit immer das größte Lob bekommen, dass wir antworten, während politische Mitbewerber nicht antworten. Also das trifft mich sehr, wenn ich das jetzt höre. Finde ich nämlich extrem schade, weil wir da sehr positiv damit umgehen und vor allen Dingen uns freuen über jeden, der uns unterstützen will und als Wahlhelfer sich einsetzen will. Ein anderer Leser will wissen, ob Sie die Grenzen auch weiter schützen würden, obwohl die EU verbietet, wenn die EU verbietet. Na, die EU kann uns das nicht verbieten, denn wir haben ja auf Recht Gesetze. Ja, genau. Wir haben ein Schengen-Gesetz und ein Dublin-Gesetz. Und wenn die Europäische Union diese Gesetze brecht, und das tut sie seit Jahren, sie lebt ihre gesetzliche Verantwortung der EU-Außengrenzsicherung nicht. Ja. Sie lebt Schengen und Dublin II-Abkommen nicht. Sie hat hier Rechtsbruch auch zum Teil begangen. Dann ist das die Verpflichtung von Regierungen im nationalstaatlichen Bereich, solange das nicht funktioniert, auch die nationalstaatlichen österreichischen Grenzen zu schützen und zu kontrollieren. Und wenn man das nicht tut, dann haben die Regierungspolitiker in Österreich in Wahrheit auch ihre Pflicht nicht erfüllt gegenüber der eigenen Bevölkerung. Und da sind wir genau beim Thema, weil die eigenen österreichischen Grenzen und die eigenen österreichischen Bürger war Rot-Schwarz nicht bereit zu schützen, hat sich aber dann da eine Bonzenschutzmauer rund ums Kanzleramt die jetzt doch nicht errichten. Naja, jetzt kommen die Poller, das ist der nächste Vollholler, weil das kostet einmal noch mehr als die Bonzenschutzmauer. Und dann wollen die Verantwortlichen damit nichts zu tun gehabt haben, wo der Kanzler selber das Kanzleramt im Juni dieses Jahres das Okay gegeben hat für den Bau und gleichzeitig er sogar Medieninszenierung gelebt hat mit der Kronenzeitung, Mineralwasser den Arbeitern zu bringen Anfang August und im September sagt er dann, er hat gar nicht gewusst, was da gebaut wird. Also das ist ja nur mehr lächerlich und unglaubwürdig. Jennifer K. hat uns geschrieben, sie würde gerne wissen, was wäre Ihre erste Amtshandlung, wenn Sie Kanzler sind, wenn Sie die Wahl gewinnen und Kanzler sind? Also ich sage, das ist ein ganz ein wesentlicher Punkt, wo man von unserer Seite sicher weiß, wir wollen die direkte Demokratie nach Schweizer Vorbild sicherstellen. Es soll verbindliche Volksabstimmungen geben. Das Recht soll wieder wirklich auch vom Bürger und von der Bevölkerung ausgehen. Und da soll es diese Möglichkeit geben, regulierend eben einzugreifen, wenn Regierungen Entscheidungen treffen, die diametral gegen die eigene Bevölkerung gerichtet sind. Und darüber hinaus natürlich das Budget. Einmal wirklich von außenstehenden Experten, nämlich ich sage am besten aus dem Ausland, aus der Schweiz, einmal bewerten zu lassen. Wie schaut es da wirklich aus? Was haben wir wirklich für Schulden und wo muss man ansetzen, um unser Land wieder zukunftsfit zu machen und eine faire Entwicklung zu Wobei es gibt ja Vorschläge vom Rechnungshof, ich glaube 980 oder wie es ist. Ja, mehr als 1000, ja. Wieso werden die nicht einfach umgesetzt? Das müssen Sie die rot-schwarze Regierung fragen. Ne? Die sind jetzt seit 10 Jahren im Amt. Ne?